Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir fahren jetzt unsere Saat und Dünger zurück zum Hof. Die Missionsaufgabe auf Feld Nummer 46 ist fertig. Die beiden Fahrzeuge auf Feld Nummer 11 düngen aktuell. Und ich denke mal, das schaffen sie. Ja, spätestens heute Nacht. Ja, wir fahren alle Fahrzeuge zurück. Die anderen beiden sind ja auch schon zurück. Die Seemaschinen. Und bereiten mal für morgen hingehen weitere Missionen vor. Können wir ja zwei Felder machen, je eine Maschine. Oder hier düngen auf, wenn das auf 42 und 47 gewachsen ist. Rechts von mir das Feld noch kein erwachsen, also keim. Ich glaube, da ist sogar Dings drin, Soja oder so, weiß ich gar nicht genau. Oder ist da jetzt Raps drin? Soja liegt nicht normalerweise. Hier fahren wir jetzt zurück. Ich weiß nicht genau, wann unsere Wiese schnittreif ist. Ich möchte ja noch nach Möglichkeit Körnermais aufbringen. Aber wie gesagt, nach Möglichkeit. So. Die schönen engen Straßen hier, ne? Wir fahren am Hof und dann sehen wir selber weiter, dass wir den anderen Düngerstreuer zurückbekommen, der aktuell auf Feld Nummer 11 ist. Geht bergauf, ne? Das zu merken. Vom Ton her, ne? Lauter. So, da sind wir. Düngemission war noch eine gewesen, wenn wir es machen. Den stellen wir jetzt hier rechts ab. Oder wir fahren unter Stand. Reparatur ist er noch nicht. Das machen wir später. Stau. So, da sind wir. Zack. Hey, schon fertig. Speichern. Oh. Und der muss noch fleißig arbeiten. Deutsch, Fahr. Ach so, Fahrzeuge. Der ist ja schon fertig. Ja, der hat ja auch gleich immer rein angefangen, ne? Gut, dann entlassen. Dann schauen wir gleich nach. Der braucht noch eine Weile. Sind jetzt bei Prozenten. 96. 33 sehen, das machen wir jetzt nicht. Wir sind jetzt bei Feld 11. Also Feld 10 wäre ganz gut, oder 13. Ist auch sehen. Von die haben Gerste. So. Ist hier in der Nähe. Was haben wir noch? Feld 8 nicht, das ist nicht in der Nähe.
18. 34, 37. 10. Voll 30 dünn. Das wird weg. Was findet, weil ich habe da keine Kurse eingefahren. Wir fahren zu den Seemaschinen, beziehungsweise wir springen dahin. Das heißt, da ist recht leer, ne? Dann fahren wir Richtung unseren Dünger aus Punkt, ne? Dann fahren wir Richtung Feld 10. Vorbereiten. Mit Uhrzeit. Finde ich ungünstig, ne? Noch ziemlich früh. Und dann können wir nachts nicht schlafen, ist eindeutig, ne? Dann müssen wir da mal durch. Weil jetzt kann man erst ins Bett gehen, wenn man das Feld fertig ist, ne? Ich meine hier im Spiel, ne? so gesehen nicht. Das wird nichts. So lange bleibe ich nicht auf. Wir fahren Richtung Feld 10. Das heißt, ist ja hier oben irgendwo oberhalb von 13. Das sind die Kühe, da wollen wir nicht hin. Wir müssen hier lang fahren. Ja, Sägewerkzeug schaffen wir aktuell nicht. Das ist wie gesagt Winterarbeiten. Oder mal bei Regen, ne? Haben wir theoretisch gesagt, es geht nicht, ne? Jetzt sollen wir aufbauen kommen. Da sind drei Dinge da. Hier haben wir ein bisschen Holz zu liegen, falls wir mal Langeweile haben. Wir müssen aber mal beide Fahrzeuge hinbringen. Dann können wir den Bahn starten. Da müsste jetzt Feld 10 kommen normalerweise, rechts oben. Das ist doch 13, hinterm Teich. Oder? 10. Fangen wir hier an. So. Die müssen wir mal sehen. Dass wir beide Fahrzeuge da haben, ne? Sonst sind das nicht gut. Schön wendig, ne? Bin noch leicht müde jetzt, aber jetzt halte ich das durch. Dass ich morgen früh nur bearbeiten muss. Ne? Also nicht noch mal aufnehmen. Weil um 14 Uhr möchte ich die Folgen pünktlich bringen. Das ist mir ganz wichtig, dass es entsprechend rechtzeitig kommt, ne? Jeden Tag, ohne Ausnahme. Und bei den Missionen, da brauchen wir bloß den Sack mitnehmen, ohne Dünger. Wird Feld Nummer 11 bald fertig sein? Es dauert noch ein bisschen. Vielleicht geht mir den anderen Traktor hinterher. Und greif helfend ein. Ah, ich habe verkehrt gefahren.
Na gut, da kommen wir auch raus. Rinder umstallen müsste ich auch noch, also die Kälber am Stall. Aber das muss ja nicht heute sein. Viele Wege für nach oben, also da kommen wir vorbei. Ein bisschen zu weit gebaut. Aber wie gesagt, da kommt eine neue Karte, damit ich eben nur starten. Dann ist das so hinfällig. Das ist ja halt so, ne? Ja, fangen die Mission noch an oder nicht? Die Frage, ne? Das kriegen wir nicht gleich fertig. So, eigentlich 4 Stunden Spiel bis 10 Uhr nachts müsste normalerweise so durch sein. Jetzt haben wir 18 Uhr gleich. Das werden wir noch packen. Das werden wir speichern, Feld 10. Entsprechend. Vielleicht kann man das auch noch mal sehen. Ich gehe in der Nähe meines Hofes. Sehr gut machen, ne? So. Kursgenerierung. Feld 10. 2 Fahrzeuge. 15 Meter. Vorgewende machen wir auch wieder 2. Und generieren wir ganz kurz. Beginn auf Vorgewendebahn. Kurs kopieren muss es da auch so sein, ne? So. Du bist links. Richtig. Was das bedeuten soll. So, dann werden wir kurz kopieren. 2,5, das muss jetzt ganz dicht sein, ne? Da muss ja nur noch um Meter handeln, ne? So. Rechts. Rechts deaktiviert. Da. War deaktiviert, da steht nicht. Hat doch eigentlich rechts. Aktiviert, das passt. So. Da muss man gucken, weil der Fahrzeug vorher der Club GS ist sogar, ne? Dass ich das nicht durcheinander bringe hier. GS, ja. Und zwar links. Gut. Musst du eigentlich passen. Auch wenn ein bisschen Kontraktion nachlässt. Sollte kaufen. So. Auch Gerste. Einstellen. Gleich speichern. Und es hat nachher, wie gesagt, über Nacht. Ersten Wegpunkt. Nicht irgendwo. Ersten Wegpunkt. So, speichern. Feld 10. Aus. Da. 2.
Wie das? Und wir haben einen schönen Tag noch. Nö, das ist. Das war eben nicht so schön, ne? Mittendrin in der, beim Speichern, ne? Also. Muss ich kurz rechnen? Aber gewaltig. Gibt's doch gar nicht. Wieso macht der hier so einen Scheiß? Das ist mir jetzt Schleier. Wieso das jetzt hier nicht klappt? Gucken wir hier. Spät. Ja, da weiß ich auch nicht. X ausklappen. So, Zuschauer, das soll es dann für die heutige Folge gewesen sein. Wie es weiter ausgeht, sehen wir in der nächsten Folge. Dann sagt man tschüss und ciao. Ja, eine gute Nacht ist betrieben. Bis morgen. Noch einen schönen Samstag. Tschüss.